Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Habe ich da schon ein Stück Fleisch eigentlich hingelegt? Ich glaube schon. Oder? Wie das? Keine Ahnung. Egal, ich habe jetzt halt. Ne, jetzt liegt da eins. Ich bin gerade so verpeilt. Ich hätte gedacht gehabt, so dass ich da schon am Ende der letzten Folge eins hingelegt habe. Ah, haben wir's. Ja, ich würde sagen, aber wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe, das Ding da hinten, machen wir mal, also den Turm da hinten, machen wir mal ein bisschen anders. Weil so wie der da ist, gefällt er mir nicht ganz. Bin nicht ganz zufrieden damit, wie es da ist. Deswegen fahren wir einmal kurz darüber. Und ändern das mal. Da. So. So. Wo haben wir das? Irgendwo freies Bauen, eigener Boden, ne? Eigenes Fundament, genau. Ah, der Kleine fängt wieder draußen an zu schreien, so. Das ist ungefähr diese Höhe. Das heißt, diese Höhe, dort müssen wir hier einmal da. Dann, ja. So. Wollen wir auch hier schön gerade haben. So. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht von einem Hai attackiert. So macht man hier einen Abfluss. Hey. Egal, bei dem, da haben wir das genauso gebraucht, wie das ist, bei dem Fundament. Aber so gefällt mir das jetzt viel, viel mehr. Na du? Und dann können wir hier anfangen, quasi noch einen Bereich zu machen. Stimmt, hier war ja noch die eine Pistolenteil. Wir haben ja schon insgesamt zwei. Wir hatten einen da hinten irgendwo durch Zufall mal gefunden gehabt. Und was die anderen Pistolenteile angeht, so habe jetzt nicht vor, rüstet er jetzt den aus? Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie zu googeln oder so, wo man die findet. Weil ich will das schon irgendwie von selber finden. Aber sollten wir wirklich so kurz vorm Ende sein und immer noch nicht alle Teile gefunden haben und so weiter, würde ich das vielleicht sogar in Betracht ziehen.
Das ist aber auch nur, wenn wir wirklich, sagen wir so, vielleicht noch ein oder zwei Teile hätten, die fehlen, wie die komplette Insel schon am Absuchen sind und die einfach nicht finden. Dann würde ich das eventuell in Betracht ziehen. So. Essen haben wir eigentlich nichts mehr. Würde sagen, wir legen uns mal pennen. Haben noch ein paar Bäume wieder da hinten nachwachsen. Da wird es dann wahrscheinlich dunkel sein, wenn wir dann aufstehen. Aber bis wir drüben sind, dann wird der Tag wieder auch angebrochen sein. So, dann legen wir uns mal hier pennen. So. Ah, kalt, nass, super. Yay. Wir brauchen ein bisschen trinken. Warte mal. Zum Erwärmen. Oh. Viel Stoff haben wir auch nicht mehr. Ja, aber wir müssen langsam rüber, meine ich. Weil Essen wird knapp. Wo ist eigentlich der Mond? Wir müssen uns lieber hier erwärmen, statt mit der Axt. Und dann warten wir drüben halt auf ein paar Schildkröten. Und dann geht halt das komplette Spiel wieder von vorne los, was Baumstämme und Stöcke angeht. Aber hier zu erfrieren, das ist echt übel. Eine bessere Idee. Wir brauchen warme Kleidung. Lass mal lieber auf die Jagd nach ein paar Bambis gehen. Weil mit Bambis kann man sich ja hier Kleidung machen, warme Kleidung. Und dann hoffe ich, dass wir dann nicht mehr so am Frieren sind. Ja, wie schnell das jetzt hier geht mit dem Frieren. Wir haben auch bald kein Geld mehr zum Reinwerfen. Oh, das ist echt übel. Zwei, dreimal paddeln, dann ist uns wieder so kalt, dass wir hier hin müssen. Oh, die Hungeranzeige ist auch schon übel.
Aber ich hoffe, wir kippen jetzt auch nicht um, nur weil uns kalt ist und wir Hunger haben. Da haben wir zwei Schildkröten. Hä? Und die beiden essen wir sofort. So. Die essen direkt beide. Lebensanzeige. Die sinkt gerade enorm. Seht ihr das unten rechts? Wie die am Sinken ist? Ja, Essen ist fertig. Den anderen essen wir auch noch. So, dann können wir jetzt auch zu Ende hier anlegen. Ja, den packen wir hier auch schon mal drauf. Wir machen uns auf. Wo ist denn jetzt eigentlich der Mond? Denn ich will es schon wissen, wenn ich gleich auf Bambi-Jagd gehe. Haben wir irgendwas zum Craften an? 6 Soda. Und 2 Schädel haben wir noch. 16 Zähne. Ein kaputtes Spielzeug. Joa. Es wird hell. Nice. So, jetzt gehen wir auf die langsame, aber vorsichtige Jagd Bambis. Da haben wir einen Hasen gehabt. Einen allerechten. Komm schon. Bambi. Digga, kann doch nicht sein. Ja, Bambi brennt. Ja, wir haben Bambi.
Nice. Wir haben auch ein bisschen Bambi-Fleisch. Oh, gleich 4 Stück Bambi-Fleisch. Jetzt gehen wir aber ganz schnell wieder zurück, weil ich habe so weit im Wald ein bisschen Schiss davor, wenn ich auf Jagd gehe nach Bambis, dass ich dann von Ureinwohnern überrannt werde. So, was brauchen wir alles für warme Kleidung? Wo haben wir Rehfell? Kombinieren, was brauchen wir? Für Wärmeanzug brauchen wir 6-mal Bambi, 2 Stoff, einmal Hasen, einmal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das eine da, was ist denn das? Warte mal. Ganz links. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir 4-mal Wildschwein, 6-mal Bambi, einmal Hase, 2 Stoff, 2 Seil. Okay, einen Hasen brauchen wir, einen allerechten. Da haben wir einen. Ne, das ist ein Eichhörnchen. Aber bin neugierig. Haben wir ihn erwischt? Ah. Da ist noch ein Bambi. So. Das ist ein Rehfell, aber vom Eichhörnchen gab es da jetzt nichts. Davon haben wir wieder ein Bambi. Ich würde sagen, den zünden wir an. Angezündet haben wir eher was von. Weil wenn der brennt, ja, okay. Wie viel Fleisch? Immer noch 4. Okay, das ist schade, aber wir haben jetzt immerhin 2 Rehfleisch. Zwei Rehfälle, Entschuldigung. Komme ich da jetzt nicht hoch? Wenn wir mal auf die Map schauen. Ich habe keine Ahnung, wo wir da Wildschwein herkriegen. Weißt du was? Wir haben immerhin schon mal 2 von den Rehen gesammelt. Wir machen jetzt halt noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Beziehungsweise, wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.